Du musst die Sonne beim Fotografieren hinter dir haben, ist so ziemlich der erste Spruch, den ich gehört habe von allen möglichen Freunden, Bekannten und Fotoamateuren, als ich mit der Fotografie angefangen habe. Gut, dass das nicht immer so ist, dass man wirklich mit dem Licht fotografieren muss, das wissen ja nun bereits aufmerksame Zuschauer unter euch durch meine letzten Videos und auf keinen Fall wissen sie es, weil sie es selbst herausgefunden haben. Nein, dieser Kanal ist der einzige, der euch wirklich gutes fachliches Wissen vermittelt. Auch direktes Licht hat durchaus seine Daseinsberechtigung, seine großen Momente und ist manchmal auch unausweichlich. Und wann genau es besser ist, die Sonne tatsächlich hinter sich zu haben, das schauen wir uns in diesem Video an. Übrigens, wer erst wissen möchte, wie man im Gegenlicht am besten fotografiert, der kann hier oben einfach jetzt mal auf das entsprechende Video klicken. Kommen wir jetzt aber zu den Situationen, in denen Frontallicht die bessere Alternative ist und manchmal sogar eben sich gar nicht vermeiden lässt. Wenn ihr ein Shooting habt und mehrere Tiere fotografieren müsst, dann ist es ja eben oftmals so, dass man schon viel früher anfangen muss mit dem Fotografieren, weil man kann ja nicht alles innerhalb der halben Stunde vor Sonnenuntergang irgendwie über die Bühne bringen. Und das heißt, ihr müsst einfach am frühen Nachmittag schon anfangen mit den Fotos. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass eben Sommer ist, dann ist ja das Licht sehr, sehr hart und recht knackig und da sieht es eben am besten aus, wenn ihr tatsächlich mit dem Licht fotografiert, weil ihr dort die neutralste Ausleuchtung eures Motivs habt. Wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, im Seitenlicht, da habt ihr sehr, sehr viele harte Schatten durch eben die harte Sonne im Sommer und wenn ihr euch schon so früh ins Gegenlicht dreht, dann habt ihr überhaupt nichts gewonnen, wenn der Himmel einfach nur komplett ausgebrannt ist. In diesen Fällen, also wenn ihr wirklich früh anfangen müsst mit Fotografieren, dann geht wirklich mit der Sonne. In dem Fall sieht es wirklich am besten aus. Wenn ihr klassische Porträts machen müsst, zum Beispiel für einen Züchter oder eben für Verkaufsanzeigen, dann ist das direkte Licht eben auch das neutralste Licht und stellt euer Motiv sehr sachlich dar. Und für solche Zwecke nutze ich das auch sehr, sehr gerne. Zum Beispiel, wenn ihr auch mehrere Tiere fotografieren müsst, also zum Beispiel einen ganzen Welpenwurf oder ihr habt eben mehrere Pferde, die ihr fotografieren müsst, dann habt ihr auch immer eine gleichbleibende, konstante Lichtstimmung und habt einfach eine, ich will nicht sagen emotionslose Ausleuchtung von eurem Motiv, aber eben eine sehr sachliche, die sich wirklich nur auf das Motiv konzentriert und nicht auf die Stimmung links und rechts, weil darum geht es halt überhaupt nicht bei solchen Fotos. Manchmal ist es aber eben auch so, dass der Hintergrund es gar nicht anders hergibt. Also wenn ihr euch entscheidet eben für den Panoramablick und genau dort geht jetzt aber nicht die Sonne unter, sondern die ist zu dem Zeitpunkt eben hinter euch, ja klar, fotografiert ihr dann eben mit dem Licht, weil ihr dann eben den viel schöneren Hintergrund meinetwegen habt und dadurch ja auch eine gewisse Stimmung vermitteln könnt. Beispiel Meer. Wenn ihr am Meer fotografiert, natürlich wollt ihr zur Wasserseite hinaus fotografieren und wenn jetzt aber die Sonne nun mal genau hinter euch ist, dann ja, macht ihr das natürlich trotzdem und es sieht ja trotzdem schön aus, weil in diesem Fall eben das Motiv bzw. die ganze Umgebung das Bild trägt und die Stimmung vermittelt und nicht unbedingt jetzt irgendein romantisches Gegenlicht. Und als vierten Punkt nicht zu vergessen, zarte Morgen- und Abendtöne bringen das Fell der Vierbeiner besonders schön zum Leuchten. Das entgeht einem, wenn man immer nur im Gegenlicht fotografiert, also quasi, wenn ihr immer nur die schattige Seite eures Motivs vor der Kamera habt, weil ihr dann eben gar nicht die Möglichkeit habt, mal so richtig schöne Fellglanzfotos, wenn ich das jetzt mal so unprofessionell nennen kann, zu machen. Dreht euch also durchaus auch, wenn ihr im warmen Morgen- oder Abendlicht fotografiert oder eben jetzt zum Herbst mal mit der Sonne zu eurem Motiv und ihr werdet sehen, das sieht auch richtig gut aus. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mal ein richtig goldenes Pferd habt oder ein lackschwarzes, das kommt richtig gut, wenn ihr das eben auch mal mit der Sonne fotografiert. Doch was haben wir jetzt eigentlich für Schwierigkeiten, wenn wir mit direktem Licht bzw. Frontallicht arbeiten? Punkt 1 ist natürlich die Jahreszeit. Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, im Sommer ist das Licht unheimlich hart. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel Turnierfotografen seid, dann könnt ihr euch das nicht aussuchen. Ihr müsst auch mittags fotografieren und ihr werdet sehen, die Sonne steht so hoch am Himmel, dass ihr auch unter dem Kinn bzw. unter dem Kopf auf jeden Fall einen harten Schatten haben werdet. Wenn es irgendwie gilt, würde ich immer versuchen, die Mittagszeit zumindest im Hochsommer zu meiden. Aber falls es eben nicht geht, müsst ihr damit leben und dann habt ihr auch bei direktem Licht eben mal einen harten Schatten irgendwie auf dem Fell. Versucht vielleicht eher die hellen Tiere zu fotografieren zu dieser Zeit, wenn ihr das irgendwie sortieren könnt, weil helles Fell ja eben sehr viel mehr reflektiert und dadurch die Schatten auf dem Körper des Tieres an sich auch schon nicht so dunkel sind. Und dann könnt ihr die dunklen Tiere eher zum Abend wieder fotografieren. Es lässt sich manchmal aber nicht anders vermeiden und dann ist es eben so, versucht eben, wie gesagt, das zu umgehen, diese Zeit und wenn es nicht hilft, dann wirklich mit direktem Licht und im Hinterher ein bisschen aufhellen, die Schatten. Anders geht es leider nicht.
Manchmal ist direktes Licht eben sehr reizlos, dadurch, dass ihr keine Licht- und Schattenspielereien habt und schon gar nicht irgendwie in diese Gegenlichtstimmung mit den Silhouetten im Fell der Tiere. Und es kann eben ein bisschen träge und langweilig aussehen, wenn ihr wirklich eigentlich ein Stimmungsbild machen wollt. Ausgenommen, ihr habt natürlich jetzt das Mega-Panorama und einen richtig zarten Ton, jetzt gerade im Sonnenuntergang schön pastellig. Dann hat es ja wieder seinen Reiz, aber ansonsten ist es doch eher eine sehr sachliche Ausleuchtung, die eher dazu passt, so ganz klassische Züchterporträts zu machen. Außerdem seid ihr auch farblich etwas eingeschränkt, denn wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, ihr guckt euch mal den Herbstbaum an und der ist voll angeleuchtet von der Sonne, dann knallen die Farben natürlich auch richtig krass. Auch im Sommer, dann ist eben der Baum richtig doll grün, beziehungsweise das Gras, und ihr könnt da zwar natürlich schon eure eigenen Farben auch reinbringen, aber es ist eben doch etwas eingeschränkter als jetzt im Vergleich zu diffusem Licht. Und wenn ihr sehen wollt, wie man mit diffusem Licht am besten arbeitet, dann schaut euch auf jeden Fall mal dieses Video hier an. Das ist auf jeden Fall für alle interessant, die eher ihre eigenen mystischen Farbstimmungen zum Beispiel in ihr Bild integrieren wollen. Ansonsten, wie gesagt, bei direktem Licht seid ihr da ein bisschen eingeschränkter, weil eben alles sehr gesättigt, sehr stark und kontrastreich schon wirkt durch die Sonneneinstrahlung selbst. Bei der Bildbearbeitung würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass ihr wirklich das Tier, das Pferd jetzt in diesem Fall, also bei mir jetzt meistens eben das Pferd, richtig gut retuschiert, dass das richtig knackig und gut rauskommt. Also dass der Hintergrund wirklich nur Hintergrund ist und alles in der Retusche und im Bildaufbau so klar ist, dass wirklich das Tier selbst das Motiv trägt und ihr gar nicht, also ihr habt ja wie gesagt nicht die Stimmung jetzt wie im Abendlicht und die braucht ihr in dem Fall dann auch nicht, wenn ihr das Bild eben so aufnehmt, dass das Tier an sich das ganze Bild schon ausmacht. Und das könnt ihr in der Retusche eben unterstützen, indem ihr wirklich sehr sauber retuschiert, das Fell zum Leuchten bringt noch anschließend und vielleicht auch den Hintergrund noch etwas zurücknehmt. Also ihr könnt ja Kontraste etwas rausnehmen und den Hintergrund etwas abflauen. Und dann kommt das Pferd bzw. euer Motiv schon viel besser zur Geltung. Und wie das geht, das schauen wir uns am besten jetzt mal in der Speed-Retusche an. Dann könnt ihr einfach mal sehen, wovon ich gerade rede. Viel Spaß!